Ja, der bleibt liegen, guckt mal. Wenn das schneit, bleibt der Schnee liegen. Aber auch oben drauf, guckt mal. Auch oben auf den Gebäuden. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Szenario- bzw. Karrieremodus. Und wir haben beim letzten Mal den Panda-Park erfolgreich mit Gold abgeschlossen. Den hier haben wir eigentlich auch mit Gold abgeschlossen, aber irgendwie wurde das nicht gespeichert. Jetzt geht aber der Ahornblatt-Wildtierpark in der Taiga an. Das ist der erste richtige Auftrag, der kein Tutorial ist. Und das schauen wir uns jetzt, würde ich mal sagen, direkt mal an. Ui. Das sieht richtig toll aus schon wieder. Nach deiner großartigen Arbeit in China habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Und leider auch eine schlechte. Was? Die gute Neuigkeit ist, dass ich dich zum Zoo-Manager in Ausbildung befördere. Yay! Die schlechte Neuigkeit ist, dass du einen ganz neuen Zoo aufbauen musst. Ach. Dieses Mal wirst du außerdem auf dich allein gestellt sein. Nancy kann dir nicht mehr helfen, aber sie wünscht dir viel Glück. Sehr gut. Eigentlich ist es also eher eine gute, eine noch bessere und eine etwas schlechtere Neuigkeit. Das ist deine Chance, dich wirklich zu beweisen. Was den Zoo angeht, wünsche ich mir eine große Vielfalt an Vivarien und Gehegen und jede Menge Gäste, die sie sich anschauen. So. Außerdem sollst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und die Tiere natürlich ebenfalls. Oh, easy. Ach ja. Und du solltest auch ein ordentliches Plus erwirtschaften, damit wir an anderen Standorten unsere wichtige Arbeit fortsetzen können. Damit dürftest du erst einmal eine Weile beschäftigt sein. Ja, das glaube ich auch. Ich schaue dann später mal vorbei. Viel Glück. Okay, wir müssen einen kompletten Zoo aufbauen. Was? Halte in deinem Zoo mindestens 3 Tierarten im Gehegen? Was habe in deinem Zoo mindestens 350 Gäste? Alles klar. Silber, okay, 7 Tierarten. Okay, also machen wir erstmal 3 Tierarten für den Anfang. 80.000 haben wir als Budget. Machen wir erstmal die Wege direkt. Besucherwege und so. Können wir ruhig etwas breiter machen auch. Ah, das ist mit Raster hier gebaut. Ich sehe schon, okay. Dann machen wir das auch gleich nochmal mit Raster. Und das ist, was ist denn das hier? Erde, ne? Machen wir mal so ein bisschen so einen natürlichen Weg und ziehen den mal bis ganz nach vorne. Ah, okay, man kann da, wo die Pflanzen sind, kann man anscheinend den Weg nicht platzieren. Genau, so einen schönen, etwas breiteren, natürlichen Weg. Dann können wir ja hier vorne dann die Abzweigung machen für die Brücke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann können wir ja hier schon ein kleines Gehege bauen. Und hier drüben auch so ein paar noch. Also wir brauchen ja nur 3 Tierarten. Da müssen wir halt jetzt schauen, dass wir welche nehmen, die vielleicht noch nicht so viel Platz brauchen einfach. Ja, also das war halt einfach... Was? Nach Szenario... Ich kann das Gelände nicht verändern im Szenario. Ah, okay. Also ich muss jetzt hier schauen, wo ich die clever platziere dann quasi. Okay, das macht es natürlich jetzt etwas schwieriger. Na gut, dann bauen wir hier kein Gehege. Dann bauen wir das Gehege dann eher auf die Seite. Und hier bauen wir halt dann Mitarbeitereinrichtungen. Würde ich sagen, Mitarbeitergebäude. Da bauen wir jetzt erstmal die üblichen. Möglichst weit weg vom Weg, dass da nicht irgendwie ein negativer Einfluss entsteht. Ah, hier geht es nämlich schon ganz schön nah an den Weg ran. Warte mal, da muss ich mal schnell gucken wegen dem Negativeinfluss. Geht aber noch. Geht alles noch. Ist alles noch okay. Wenn wir die Werkstatt hier hinten ransetzen, so ein bisschen. Dann dahin. Ja, das machen wir einfach dahin, genau. Perfekt. Sehr gut. Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben ein Handelszentrum, wir haben ein Forschungszentrum, wir haben ein Mitarbeiterzentrum. Tierpflegerhütte fehlt noch. Das fehlt noch. Gut, die muss ja nicht, die ist ja nicht so groß an sich. Warte mal, ja, die können wir hier noch so ranquetschen. Geht das jetzt noch mit dem Einfluss? Gerade so. Ganz, ganz knapp abgezirkelt hier. Wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Ist da schon was am Start? Ja, hier vorne ist schon Strom, okay. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal ein Gehege einrichten. Was haben wir denn jetzt für Tiere? Da müssen wir jetzt mal gucken. Grizzlybären, das wäre natürlich super gleich für einen Anfang. Sind natürlich auch etwas teurer, aber immerhin... Die wären natürlich, oder die kämen in Frage hier. So als Zuschauermagneten auch gleich. Da wollen wir natürlich auch welche haben, die ein bisschen einen höheren Fruchtbarkeitswert haben. Dann können wir die nämlich auch züchten und weggeben. Welches Tier hat denn die höchste Fruchtbarkeit hier? 67. Es geht scheinbar nicht über 67 momentan. Das ist gut. Aber das ist nicht besonders groß.
83 Fruchtbarkeit. Das nehmen wir doch gleich mal, das Männchen. Ein Weibchen mit hoher Fruchtbarkeit. Hier. Sie können wir nehmen eigentlich. Gut. Dann haben wir die schon mal. So, dann brauchen wir noch das Gehege. Also erstmal die Barriere natürlich. Holzstämme. Genau, da machen wir Holzstämme. Die Gehegehöhe, die werde ich dann noch ein bisschen verändern natürlich. Genau, machen wir die mal so hoch. Und ich weiß nicht, ob die Grizzlies klettern können. Ich glaube nicht. Ich gebe denen aber trotzdem mal innen auf die Innenseite einen Kletterschutz obendran. Weil die können ja an den Holzwänden sonst hochklettern. Genau, so, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Fenster auf dieser Seite. Sonst können die Besucher ja nichts sehen. Genau, Glasfenster, wunderbar. Und dann einen Unterschlupf. Da baue ich jetzt einfach mal den auf. Schön aus Holz. Sieht doch ganz gut aus. Das kriegen sie dahin. So, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob ich jetzt grundsätzlich immer jedes Tier, was fremd in den Zoo kommt, erstmal in die Quarantäne stecken muss. Wir machen das mal experimentellerweise gleich. Ich stelle vorher aber nochmal Mitarbeiter ein. Also, wir brauchen einen Techniker. Wir brauchen einen Tierpfleger. Wir brauchen einen Zoo-Angestellten. Wir brauchen... ja, einen Sicherheitsbeamten auch mal schon. Sicher ist sicher. Und wir brauchen den Tierarzt, genau. Wunderbar. Da haben wir schon mal die wichtigsten Leutchen. Und dann können wir ja schon mal sagen hier, die Tiere, die wir jetzt haben, verschiebt die mal erstmal in die Quarantäne. Machen wir das mal, ne? Dann lassen wir mal währenddessen die Zeit ablaufen. Und während das passiert mit der Quarantäne, machen wir mal hier das Gehege noch fertig für die Grizzlies. Filtern wir mal. Genau, Wasser brauchen sie auf jeden Fall. Pflanzen müssten sie ja eigentlich schon ausreichend im Gehege haben. Also die... ich gehe mal jetzt schwer davon aus, dass diese Pflanzen okay sind. Warte mal, hier müssen wir das Gehege noch mal ein bisschen anheben. Ich glaube, da können die nämlich sonst einfach drüber. Nur so eine Vermutung. Genau. Nice. Da haben wir das doch schon mal. Ja, da müssen wir natürlich schon mal die Forschung anwerfen. Für die Bären. Ah, können wir noch nicht, weil die noch nicht offiziell im Park sind wahrscheinlich. Sind die jetzt in Quarantäne eigentlich? Hier, der hat nämlich hier eine Krankheit. Seht ihr das? Was auch immer das für eine Krankheit ist. Deswegen auf jeden Fall erstmal in Quarantäne. Also alle neuen Tiere ab jetzt wirklich immer erstmal in die Quarantäne stopfen. So, dann können wir ja schon mal schauen, was machen wir denn jetzt als zweites Gehege noch? Das würde ich auf jeden Fall hier daneben bauen. Können wir ja schon mal einrichten an sich. So, die Wände zumindest. Ja, das mit der Form muss ich noch ein bisschen besser machen auf jeden Fall. Das ist jetzt erstmal nur schnell und grob. Das wird eher ein kleineres Gehege auch wieder. Wunderbar. Und der Pflegerzugang kommt jetzt einfach hier mit hinten hin. Da so rein in die Nische. Huch, warum ist das so tief? Warte mal, das machen wir nochmal rückgängig. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist wegen dem Gefälle, wa? Ja, das ist hier ist ein starkes Gefälle am Start. Da müssen wir mal ebnen. Ach, ich kann ja... ach nein, kann ich ja nicht. Stimmt. Im Zweifel ist es kein Problem. Müssen wir mal gucken, ob es verbuggt ist oder nicht. Genau, dann können die Mitarbeiter... müssen sich dann nämlich nicht über die Besucherwege so durchdrängeln. Dann können die nämlich einfach dann hier lang gehen. Verbinde dich. Ja, 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 ja. Jawohl. Genau so. Hervorragend. Ist zwar ein bisschen ein weiter Weg, aber wir könnten ja tatsächlich auch da nochmal rüber bauen übers Gehege und dann hier so eine kleine Brücke drüber ziehen noch, wenn das nötig ist. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube, es wird erstmal noch nicht nötig sein. Gut, da haben wir das. Und was machen wir denn jetzt hier für ein Tier rein? Gucken wir mal. Haben wir die Möglichkeit, Schwarzbären zu bekommen? Vielleicht noch so einen taiwanesischen Schwarzbären? Weiß nicht, das müsste von der Gehegegröße eigentlich passen. Ja, hier, guck mal. Da haben wir schon ein sehr fruchtbares Weibchen mit guten Grundeigenschaften. Holen wir uns das gleich mal. Brauchen wir noch ein Männchen, was relativ fruchtbar ist? Das wäre dieses. Genau. Ich hoffe, das Gehege ist groß genug für die. So, die kommen auch gleich erstmal in die Quarantäne. Quarantänebereich. Quarantänebereich. Genau. Wie geht's denn den Schwarzbären in der Quarantäne? Den Grizzlybären. Wie lange müssen die da jetzt eigentlich drin bleiben, bis das passt? Oh, ah, warte mal, bei den Schwarzbären brauchen wir unbedingt
diesen Kletterschutz, weil die klettern nämlich sonst da die Wand hoch. Da braucht man beidseitig. Und das Tier, Zariel, hat die Quarantänephase überstanden. Dann können wir sie ja schon mal hier reinbewegen. Und der andere wird ja behandelt gerade, wa? Genau, der wird gerade behandelt, weil er krank ist. Weil wir ihn krank bekommen haben quasi. Gut, warte mal. Wir brauchen hier noch bei den Barrieren auf jeden Fall noch Fenster hier vorne. Damit wir die Schwarzbären beobachten können. Dann brauchen wir natürlich einen Unterschlupf. Vielleicht auch wieder diesen hier. Drehen wir den mal da in die Richtung. Genau, dann natürlich wieder Schlafstellen. Machen wir mal 4 Stück. Quarantänephase überstanden. Tyson. Ist der jetzt wieder gesund? Schon? Oder ist er jetzt wieder in Quarantäne? Ah ja, okay. Also die beiden können wir jetzt ins Gehege packen. Und ihn auch hier. Den Tyson. Mike Tyson. Rein mit dir. So, gleich gucken wir noch wegen... Genau, Beschäftigung müssen wir hier noch sicherstellen. Taiwanesischer Schwarzbär. Genau, die brauchen ja was zu trinken auch hier, ne? Trinken. Und sie brauchen außerdem auch Essen. Ja, und die Beschäftigungstherapiemöglichkeiten, die müssen wir uns jetzt erstmal zusammenforschen hier. Da gehen wir doch gleich mal. Was? Tierpfleger heute klein. Einrichtung hat keinen Strom. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da brauchen wir noch einen Stromdings hier. Ich hätte gehofft, dass ich mir das erstmal sparen kann. Aber leider, leider sieht das schlecht aus. Okay. Dann baue ich den Strom jetzt schon mal hier hin. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen ungünstig ist, weil ich nicht genau weiß, wie das mit der Straßenführung und Wegführung da noch weitergeht. Ich ziehe mal den Weg hier noch weiter am besten. Dann nehmen wir hier wieder den. Das ist ein 6 Meter Weg, genau. Wunderbar. Und dann machen wir dann Mitarbeiterzugang. Genau. Dann hat die nämlich jetzt auch Strom, die Hütte. Genau, Quarantäne überstanden. Warum wird der noch nicht verlegt? Packt ihn ins Gehege rein. Ich glaube, wir müssen das Schwarzbärengehege noch ein bisschen größer machen. Ist nur so ein dumpfes Gefühl von mir. Sieht ein bisschen klein aus. Aber ja, wir gucken erstmal. Jetzt kommen sie ja gerade erstmal ins Gehege rein. Jetzt will ich mal gucken, ob das passt. Okay, Fläche ist nicht groß genug. Ich habe es mir irgendwie fast gedacht. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Fläche. Jetzt ziehe ich hier einfach die Wand noch mal ein bisschen größer. Und hier müssen wir das Gehege noch ein bisschen nach oben ziehen. Die Teile da, die machen wir einfach weg. Hoffentlich ist das jetzt okay. Nein! Mitarbeiterweg habe ich entfernt, um Gottes Willen. Nee, alle Tiere aus der Box holen, danke. Na, geht's euch jetzt besser von der Fläche? Ja, okay, das ist schon mal deutlich besser. Wunderbar, Kletterbereich fehlt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Pflanzen für die. Ja, hier sind ja gar keine Pflanzen drin. Tropen und gemäßigt. Wunderbar. So, dann bauen wir denen auch gleich mal ein paar Kletterpflanzen rein. Hier sowas. So ein paar Baumstümpfe und so, dass die halt ein bisschen klettern können auf jeden Fall. Das zählt ja als Klettermöglichkeit. Aber es zählt... Ah, okay, doch. Es zählt als Kletterfläche. Ich wollte gerade sagen. Wunderbar. Und das zählt doch direkt als Landfläche. Da ist nämlich auch gerade die Zahl nochmal nach oben gegangen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gelände passt schon so, lustigerweise. Da müssen wir gar nicht mehr machen. Wie sieht's hier aus? Bei den Grizzlies? Da haben wir noch gar nicht geguckt. Weniger Gras lang, okay. Deutlich weniger Gras lang. Die Frage ist, bleibt da Schnee liegen? Warte mal, dann können wir den ein bisschen Schnee mit rein dengeln. Oh, nicht so groß. Es schneit von sich aus gerade. Bleibt der Schnee dann jetzt liegen? Da brauchen wir ja jetzt gar keinen...
gar keine Schneefläche so an sich. Ja, der bleibt liegen, guck mal. Wenn das schneit, bleibt der Schnee liegen. Aber auch oben drauf, guck mal. Auch oben auf den Gebäuden. Das ist ja voll geil, dynamischer Schnee. Das ist ja voll genial. Und der sieht auch noch so gut aus. Das ist mal richtig krass. Auf den Bäumen ist auch Schnee. Ich werd irre. Schnee. Ich sehe meinen Mauscursor nicht mehr. Okay, jetzt da. Das ist ja mal genial. Okay, Pflanzen sehen gut aus. Gelände sieht auch gut aus. Jetzt fehlt nur noch Lebensqualität durch Beschäftigung. So, jetzt müssen wir forschen hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Cashflow gerade aussieht. Wir haben auf jeden Fall zwei Tiere drin. Ach genau, apropos Cashflow. Genau, wir müssen ja noch Spendenboxen und sowas aufbauen. Das Wichtigste überhaupt im ganzen Zoo. Die Möglichkeit, Geld zu spenden. Genau, und dann brauchen wir noch Bildungseinrichtungen. Grizzlybär. Und noch so Infolautsprecher würde ich jetzt noch hinsetzen da. Moment, vielleicht nicht ins Gehege rein, sondern mehr so davor vielleicht. So, dass er so da an der Wand da so ein bisschen dran hängt, genau. Die dürfen sich ja nicht überschneiden, die Radien. Dann machen wir das auch noch auf 6. Dann kriegen die hier auch noch ein bisschen was ab. Sehr schön. Und dann hier noch Lautsprecher. Hier einen hin. Hinter den Monitor. Mit Schwarzbär. Dann machen wir einfach die Lautstärke so, dass die alle hier was mitkriegen. Also als Tier würde mir das ja wahnsinnig auf den Zeiger gehen, wenn da die ganze Zeit dieses Palaver aus den Lautsprechern dringt. Ich finde das auch cool. Guck mal, unter den Bäumen fällt kein Schnee. Da bleibt der Schnee nicht liegen. Also da kommt gar keiner hin. Das ist richtig gut gemacht, ey, das System mit dem Schnee. Darf ich das mal sagen? Das ist das beste Schneesystem überhaupt. Nice. Und das ist natürlich auch schön, dass es auf den Wegen und überall liegen bleibt. Und auch oben auf der Kante von dem Gehege. Guckt euch das mal an. Selbst da bleibt der Schnee liegen. Wie krass das einfach ist. Das ist richtig gut gemacht. Viele Gäste denken, dass die Ticketpreise zu niedrig sind. Da können wir was machen. Dann drehen wir doch gleich mal das auf 6 und das auf 5. Und damit wir die Mitarbeiterkosten ein bisschen reduzieren, könnten wir den Zoo auch nur von 1 bis 21 Uhr öffnen. So. Genau, ein bisschen die... Ach, guck mal. Oh, da müssen wir mal aufpassen. Da hat wohl jemand schon einen möglichen Weg nach draußen gefunden. Vielleicht sollte ich da mal gleich die Barriere hier noch ein bisschen höher machen. Sonst müsste ich das vielleicht einfach mitten reinstellen. Dass es keinen Kontakt zur Wand hat. Dann können sie ja da auch nicht raus eigentlich. Ich habe halt Angst, dass sie so auf die Kante oben von dem Gehege draufklettern. Das ist sehr witzig. Wie er versucht, da hochzuklettern. Huch. Er versucht es wirklich. Er will es wirklich wissen. Guckt euch das an. Jetzt hat er es eingesehen, dass es nichts bringt. Okay. Wir brauchen noch Gästeeinrichtungen. Ein paar Shops. Am besten mal so Chief and Beef und sowas. Können wir mal gleich hier an die Freifläche noch bauen. Tasty, genau. Und dann hier noch sowas. Informatione. Gleich am Eingang eine Information ist nicht verkehrt, glaube ich. So an sich. Oh, der Schnee ist getaut. Was? Moment. Wer, wie, wo? Der Schwarzbär. Hä? Wie hast du das gemacht? Durchgeglitscht ist er. Okay, ich glaube... Da müssen wir mal schnell intervenieren. Ich glaube, ich muss die Dinger doch noch anders platzieren. Kriegt den da jetzt überhaupt jemand weg? Sie wollen zu den Grizzlies rüber. Wirst du das lassen? Wirst du da nicht hingehen? Warte. Gehst du da weg? Gehst du da runter, da oben? Lass das. Hör sofort auf damit. Ich glaube, warte mal. Ich bewege das einfach mal da weg. Ich bewege das einfach ein bisschen ins Zentrum, dass es keinen Kontakt zur Wand hat.
Aber die sind jetzt nicht da durchgeglitscht, oder? Der Bär auf dem heißen Dach. Wunderbar. Wunderbär. Er macht den Moonwalk. Es ist Berkel Jackson. Der absolute Wahnsinn. Was? Wow. Das sah sehr merkwürdig aus. Aber das ist halt Berkel Jackson. Ne? Der kriegt das halt hin. Der twistet sich da einfach so hoch und runter. Okay, na gut. Bei den Schwarzbären merken wir uns, wir bauen die Unterstände mal nicht direkt an die Wand ran. Könnte ungünstig sein, so ein bisschen. Wir haben sogar schon einen ersten positiven Cashflow. Ich bin begeistert. Bewertung ist auch ganz ordentlich eigentlich. Zufriedenheit eigentlich auch. Sieht gut aus zumindest. Bildung geht auch langsam nach oben. Der Inspektor kommt in 16 Monaten. Wir müssten irgendwie mal noch die Forschung noch ein bisschen pushen. Da würde ich fast noch ein zweites Forschungszentrum jetzt bauen eigentlich. Perfekt. So, Forschungszentrum steht. Und dann stellen wir uns einfach noch einen weiteren Tierarzt ein. Und dann können wir nämlich zwei Projekte gleichzeitig erforschen. Können wir für die Schwarzbären nämlich auch was Gutes tun. Welche Krankheit hatte eigentlich jetzt der Grizzly gehabt? Das wäre jetzt mal noch eine interessante Frage. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Vielleicht auch noch einen Tierpfleger einstellen. Wir können ja schon mal ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Und vielleicht die Mitarbeiter auch schon direkt ausbilden nochmal. Was? Oh Gott, Gewitter! Alter, die Wetterwechsel sind ja richtig krass. Die sind ja viel besser als im Franchise-Modus. Wenn ich das mal sagen darf. Komm, wir bilden die gleich alle aus. Also, den können wir noch nicht ausbilden, genau. Wir müssen ja mal eine gewisse Zeit erst da noch arbeiten. Alter, das ist ein Wetter, ey. Krass. Die Wettereffekte sind so genial. Also das mit dem Schnee ist richtig cool gewesen auf jeden Fall. Gut, der Sturm hier, der Regenschauer, der kommt mir ein bisschen bekannt vor aus Jurassic World Evolution. Der sah ja da auch schon cool aus. Da waren ja die Wettereffekte auch ziemlich gut. Genau. Soll ich schon mal pausieren. Wir brauchen noch für die Bronze, fürs Bronzeabzeichen, ein weiteres Tier. Und noch nicht mal mehr 100 Gäste, okay. Komm, das kriegen wir noch hin jetzt. Lasst uns mal hier den Weg weiter durchziehen noch. Dann knallen wir hier am Rand noch Gehege hin, würde ich sagen. Die Frage ist halt auch mal so an euch da draußen natürlich. Wie lange wollen wir denn diese Szenarien so ein bisschen durchziehen oder beziehungsweise die Karriere? Wollen wir immer erst auf Bronze spielen oder wollen wir direkt auf Gold gehen? Weil ich meine, Gold dauert halt natürlich deutlich länger, das ist klar. Ich glaube, ich baue hier gleich noch einen Weg nach oben. Das bietet sich so an. Ah nein. Du sollst diesen Weg nehmen. Mal schön hoch. Geht das? Der geht irgendwie nicht hier. Ja, dann gehen wir da halt mit Brücken hoch. Da wird eh wahrscheinlich nichts anderes sein außer Weg. Insofern. Dann haben wir hier ein bisschen so einen erhöhten Punkt, wo die Besucher ein bisschen von oben gucken können. Dann können sie nämlich das Gehege ein bisschen von oben beobachten. Gut, da ist jetzt Bambus, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann können sie hier auch nochmal so ein bisschen von oben reingucken. Gar nicht so verkehrt. Dann holen wir uns noch Wölfe rein. Das ist doch auch ganz cool. Leider gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig fruchtbare Tiere, aber egal. Die können wir ja schon mal in die Quarantäne packen. Dann ist die Quarantäne dann nämlich durch, wenn wir das Gehege fertig haben. Swindel und Edris. Schön rein in die Quarantäne. Wölfe können ja nicht klettern, aber die können nur springen. Deswegen mache ich da jetzt einfach nur eine 360er Barriere. Ich glaube, das reicht. Und ich glaube, die können da eh auch nicht hochklettern, da wo ich gerade lang baue. Insofern, genau. Dann machen wir das mal hier so drumrum, so hinten rein. Genau, warte mal. Wir können ja dann da wieder so eine Höhle bauen für die Wölfe. Dann würde ich das auf jeden Fall hier so ein bisschen drumrum ziehen. Hervorragend. Ich glaube, das ist eigentlich schon soweit. Also würde ich jetzt vermuten. Wir können ja... Ach nee, warte, wir können ja keine Höhlen machen. Stimmt, ich kann ja das Gelände nicht ändern. Da doch, ich könnte eine Höhle bauen mit Steinen, glaube ich. Wenn ich hier bei Natur die Felsen benutze. Hervorragend, da haben wir eine kleine Höhle gebaut. Wenn wir sie halt schon nicht aus Geländeteilen bauen können, ja, dann bauen wir sie halt einfach aus einzelnen Teilen.
Und dann machen wir mal eine mittlere Schlafmöglichkeit da rein. Und vielleicht noch eine kleine. Genau. So, da haben sie schon mal Möglichkeit zu schlafen, ohne sich beobachtet fühlen zu müssen. Das ist schon mal gut. Ist jetzt nur die Frage, ob sie da rein können. So, jetzt brauchen wir den Pflegerzugang. Das wird gar nicht so einfach jetzt, merke ich gerade. Weil, der muss ja hier unten drinne sein. Und hier ist ja das Schwarzbärengehege. Wir kommen ja hier da nicht so drunter durch jetzt. Eigentlich müsste der Pflegerzugang hier sein. Geht das? Funktioniert das so von der Höhe? Nee, funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir hier die Treppe doch noch einen Ticken höher setzen. Den Weg. Genau. Dann kommen wir doch hier mit dem Pflegerweg, kommen wir doch dann da jetzt bestimmt runter durch, oder? Also zumindest von hier müsste es gehen. Ah, ist zu breit. Boah, wisst ihr, an was mich diese neue Melodie, die da gerade im Hintergrund spielt, an welchen Song die mich erinnert? Die erinnert mich an das Titellied von Tootsie, von dem Dustin Hoffman Film aus den 70ern. So dieser Refrain. Hat so ein bisschen was von der Melodie. So leicht. Go, Tootsie, go. Roll, baby, roll. So leicht, ja, so ganz leicht. Es ist. Ich muss da irgendwie voll dran denken. Wer weiß, ob das die Inspiration für diesen Song gewesen ist. So, was? Hat's geklappt? Ja, es hat geklappt. Sehr schön. So, haben wir den Pflegerzugang geschafft. Sieht jetzt zwar ein bisschen doof aus, dass es da so wahnsinnig weit nach oben geht. Aber an sich irgendwie auch nicht. Irgendwie ist es auch cool. Gut. Dann brauchen wir noch ein Futterdings. Futtertablett. Tableau. Tablet. Ah. So. Und noch einen Brunnen. Und alle anderen Beschäftigungsmöglichkeiten und so sind ja eh noch nicht am Start. Von daher können wir da auch noch nichts reinpacken. Das heißt, wie sieht's aus? Sind die Wölfe jetzt schon quarantänisiert? Oh. Sind beide krank. Da haben wir Glück gehabt, dass wir die in Quarantäne gesetzt haben. Also ist auf jeden Fall eine gute Idee, da die Quarantäne zu benutzen. Ja, jetzt kommt wieder die Melodie, die Tootsie-Melodie da am Ende. Also da in der Musik. Definitiv, das ist definitiv der Tootsie-Song. Aber sowas von. Ah, verdammt, ey. Jetzt habe ich diesen Ohrwurm. Jetzt muss ich an diesen Song denken, ey. Ganz schlimm. Warum schläft der Bär eigentlich unter freiem Himmel? Was ist denn da nicht richtig? Stabiler Rückzugsort ist aber okay. Verstehe ich gar nicht. Verstehe einer die Bären manchmal. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen hier Technikforschung durchführen, so Strom. Strom könnte ganz hilfreich sein. Ich glaube nämlich, Solaranlagen können wir nämlich einfach neben die Besucherwege stellen. Da müssen wir die nicht immer so weit wegpacken hier wie die Generatoren da. Da haben wir nicht so einen großen negativen Einfluss. Genau, wie schaut's aus? Unsere Läden werden gut besucht, das ist schon mal gut. Wir verlieren aber gerade Besucher. Ah. Chrissy-Bär, jawohl. Aktive Krankheit, was? Ernsthafte Verletzung entdeckt, Tierarzt gerufen. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt für den Grizzly auf jeden Fall schon mal neue Beschäftigungstherapien gekriegt, glaube ich. Gucken wir mal. Chrissy-Bär. Ja. Tierbeschäftigungen haben wir. Dann sollten wir die schon mal aufbauen. Denn dann fühlen die sich nämlich gleich wohler. Richtig? Ihr fühlt euch doch wohler, oder? Ja, guck mal. Vielleicht gleich noch so eine Futterdreher hier, Futterdrehspender. Jawohl, ein neues Tier ist angekommen. Ah, nee, Moment. Futterbeschäftigung ist ja schon auf 100, sehe ich gerade. Wir brauchen eher das andere noch. Wir brauchen noch so einen Feuerwehrschlauch. Jetzt geht's euch besser, wa?
Ja. Sehr gut. So, Sekunde. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt können wir die Wölfe reinpacken, ne? Ach, der muss warten. Guckt mal. Das ist ja auch interessant. Seht ihr das? Wenn der eine Wolf behandelt wird, hier, der wird gerade da behandelt im Dings, weil er krank ist, wegen der Quarantäne und so. Und solange der da behandelt wird, muss der andere draußen stehen bleiben und warten. Na, das ist natürlich auch fies, ey. Ihr seht schon, Krankheiten wird nochmal so ein ganz eigener Zweig jetzt, wo man noch Mikromanagementen muss. Gar nicht schlecht. Okay, liebe Freunde, was haben wir denn jetzt hier? Genau, ernsthafte Verletzung entdeckt. Die Forschung läuft. Genau, die Forschung läuft. Sind unsere Mitarbeiter eigentlich jetzt schon weitergebildet? Nee, noch nicht. Quarantänephase überstanden. Tier hat den Quarantänebereich. Kann den Quarantänebereich verlassen. Das ist gut. Dann packen wir Idris schon mal hier ins Gehege. Und der andere Wolf wird noch behandelt, wa? Swindle wird noch behandelt. Ah, Swindle kommt gerade raus. Sehr schön. Ja, da geht jetzt natürlich die Forschung nicht weiter, während die jetzt behandelt werden. Das ist natürlich klar. Da müssen sich die Tierpfleger jetzt erstmal darum kümmern. Sehr gut, aber Swindle hat es jetzt auch geschafft. Dann packen wir Swindle mal rein. Ja, haben wir noch ein Gehege. Sehr schön. Ist da eigentlich Strom am Start? Ah, schade, da ist kein Strom. Na gut, dann warten wir da mal noch mit Infogerätschaften und so, bis da auch Strom ist. Schade, ich hätte gedacht, wenigstens vielleicht der kleine Fitzel, aber nein, leider nicht. Leider nicht. Wie die Gäste da hochgehen. Da gibt's noch gar nichts zu sehen. Wir sollten vielleicht Schilder aufstellen. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Oh. Alle Tiere aus der Box holen. Da ging wohl was schief. Oh, wir haben Bronze, glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? Ja, wir haben Bronze. Nee, noch nicht ganz. Wir brauchen noch Gäste. Wir brauchen noch mehr Gäste. Und dann haben wir Bronze. Das sollte aber auch kein Problem sein eigentlich. Ich kann ja mal Marketing aktivieren. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Leute noch rein. Warte. Marketing. Was machen wir denn? Late-Night-Shows. Ja, Late-Night-Shows ist immer gut. Oder Comedy-Show. Comedy-Show. Wir machen eine Comedy-Show. Dann sollten sich die Besuchermassen eigentlich deutlich steigern nochmal. So, wie geht's euch, Wölfen? Fühlt ihr euch wohl? Lebensqualität, ja gut, das ist jetzt klar. Gehege. Kann ich denen nichts reinsetzen irgendwie? Wolf, ganz unten. Nee, kann ich leider nicht. Wohlbefinden, warte mal, Gelände. Ah, warte mal, zu viel langes Gras, das ist natürlich auch nicht so gut. Was wollen sie denn eher haben? Fels und Erde. Ja, dann packen wir denen schon mal in ihre Höhle auf jeden Fall ein bisschen mehr Erde. Oder warte mal, in die Höhle packen wir Fels. Das sieht eh besser aus an der Stelle. Genau, und drumherum machen wir einfach erstmal Erde so. Hauptsache, das lange Gras ist erstmal weg. Schon irgendwie verrückt, dass die Wölfe nur so viel Erde haben wollen, ne? Hätte ja schon gedacht, dass die auch ein bisschen mehr Gras haben wollen und so, aber Wölfe wollen halt echt mehr Erde. So, jetzt haben wir zu viel Erde tatsächlich. Dann machen wir mal ein bisschen kurzes Gras. Wo ist denn dieses lange Gras, was uns jetzt hier noch so einen Strich durch die Rechnung macht? Außenrum, wa? Jetzt haben wir es. Jetzt aber wieder zu viel Kurzgras. Brauchen wir wieder mehr Erde? Jetzt haben wir es. Sehr gut. Fläche ist auch okay. Ja, locker. Na gut, locker nicht, aber genau richtig, sagen wir es so. Sollte nicht weniger und auch nicht mehr sein. Ja, wir kriegen auch gerade mehr Leute in den Zoo. Das ist nice. Gleich haben wir die Menge, die wir für Bronze brauchen. Sehr schön. Ich muss sagen, es ist auch ein schönes Gelände hier. Da kann man auf jeden Fall was draus machen. Nicht schlecht. Forschung könnte ein bisschen schneller gehen.
Einen Mitarbeiter habe ich ja noch gar nicht aufrüsten lassen, ne? Oh, da war schon einer auf 3 Sternen. Hier, genau. Alles schön aufrüsten. Jetzt muss ich halt schauen, dass die nicht wegen Gehalt meckern. Erhöhen wir mal die 2 Sterne, Leute, schon ein bisschen. Auf 300, genau. Nicht, dass die meckern hier. Genau. Wunderbar. Erledigt. Die Wölfe. Ah, wir haben den 1. Stern. Jawohl. Sieht aus, als hätten wir schon einen Zoo. Oh, das ging aber schnell. Ja, war eigentlich okay, ne? Du machst mich wirklich stolz. Nicht mal eine Stunde gebraucht. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich mir immer ausgemalt, dass ich einmal mein Kind beauftrage, einen Zoo zu bauen. Aber das sollte wohl nicht sein. Es sei denn, wärst du eventuell bereit, dich adoptieren zu lassen? Adoptieren? Ach, ja. Ich bin doch kein Adoptier. Jetzt, da du deine Bronzeziele erreicht hast, wie Nancy immer sagte, kannst du, wenn du das möchtest, dich dem nächsten Zoo zuwenden. Mir wäre es natürlich lieber, wenn du noch bleibst und dich auch um die restlichen Ziele kümmerst, aber ich kann dich verstehen, wenn du weiter und vor allem weiter nach oben willst. Wie in einem Aufzug. Ha. Es sei denn, der Aufzug fährt gerade nach unten. Ja, die Frage geht natürlich auch so ein bisschen an euch nochmal an der Stelle. Wenn ihr natürlich möchtet, dass ich wirklich jeden Zoo auf die höchste Stufe hiefe, dann sagt mir da mal Bescheid, auf jeden Fall in den Kommentaren. Dann können wir das auf jeden Fall auch machen. Ich würde jetzt aber erstmal tatsächlich, weil ich jetzt von euch die Info noch nicht habe, würde ich jetzt erstmal nach Bronze direkt zum nächsten Zoo gehen, damit wir ein bisschen Progress machen. Und mal schauen, dass wir immer so versuchen, in der ersten Folge zumindest wenigstens den 1. Stern oder in den 2 Folgen zu jedem von diesen Zoos den 1. Stern zu bekommen, um dann gleich zum nächsten zu kommen. Dass wir einfach erstmal einen Überblick haben, was es überhaupt da für Missionen gibt. Und größer bauen und so geht ja dann später immer noch. Es wird ja gespeichert, insofern. Die Frage an euch, was möchtet ihr? Soll ich gleich den letzten Stern machen oder soll ich immer erstmal zum nächsten Zoo? Könnt ihr ein bisschen mitentscheiden. In der nächsten Folge geht es dann weiter in der Karriere von Planet Zoo. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Karrieremission hier gelöst habt. Das ist immer ganz interessant, auch mal andere Herangehensweisen kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Planet Zoo im Karrieremodus. Bis dann, ciao, ciao!